Oh ja, yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Need for Speed Most Wanted, wo wir back in business sind und nun weitermachen wollen und wir schon längst das Kopfgeld zusammen haben. Alter Schwede, schon wieder. Ah, jetzt müssen wir noch 20.000 irgendwie noch zusammenkriegen. Ich glaube, wir fangen da einfach ein bisschen mit Mautstellenrennen an. Da kann man ja auch recht viel Geld einfach ohne das Schnellste zu haben auch gewinnen. Also das Lustige ist, dass wir trotzdem verdammt schnell sind, auch wenn uns so gesehen auch ein ganzer Turbo fehlt. Aber das will ich trotzdem gerne mit dabei haben. So ein Turbochen. Dass wir halt noch viel mehr tun. Und ich merke gerade, wie geil das ist, wirklich Need for Speed Most Wanted durchgehend in 60 FPS zu spielen. Alter, der V-Sync hat ja echt viel gebracht. Das sieht echt alles super aus. Und auch für euch sieht es mega aus. Muss ich echt mal so sagen, also... krass, wie viel man noch aus dem Spiel rausholen konnte. Einfach noch durch die jeweiligen Mods, ey. Das ist halt schon crazy aus meiner Sicht. Muss ich mal so sagen. Alter, dieser Wagen. Das ist schon krass, wie arg der Wagen da hier alles Mögliche reinhauen kann. Was es da alles gibt auch vor allen Dingen. Alter Schwede. Vor allem dann beschleunige ich auch dir ohne Probleme die Geschwindigkeit zusammen. So. Oh je. Warte, wenn ich auf Nitro gehe, dann ist eigentlich alles verloren. Ohne Probleme. Und das auch ohne ein Turbo noch. Ich frage mich, wie es dann mit einem Turbo noch wäre. Alter Schwede. Irgendwie haben wir da noch keine Motorteile und so eingebaut. Ich weiß nicht, wie das... oder? Oder haben wir das getan? Ich glaube, das war noch nicht so drin. Deswegen hoffe ich mal, dass das irgendwie... ja, recht gut funktioniert, weil das brauchen wir halt echt noch, so ein Turbo-Teil oder so. Ich glaube, den SLR McLaren bekommen wir dann nicht zusammengebaut. Wenn wir jetzt gerade mal nicht genügend Geld hatten für diesen Wagen. Und vor allen Dingen den dann auch aufzutunen. Ich glaube, wir werden auch einfach irgendeinen alten Wagen nehmen und einfach... wir haben ja noch einen Aston Martin DB9, stimmt ja. Den können wir einfach verkaufen. Stimmt ja, wir haben ja einige Möglichkeiten noch. Glaube ich, werde ich nach diesem Rennen auch tun. Weil ich möchte in diesem Part auf jeden Fall gleich einen neuen Turbo gleich drin haben. Das wäre halt nicht schlecht zumindest. Alter, wie schön hier die Schattenschancen. Wie alles krass hier drauf ist. Außer jetzt vielleicht die Beleuchtung, die habe ich jetzt nicht unbedingt umgebaut. Oder verbessert oder so. Leider. Ist krass, wie hier alles viel lebendiger ist. Und vor allen Dingen auch krasser und schärfer aussieht. So. Gut. Wenn wir hinbekommen. So macht man das. Das war so billig. Na egal. Haben sie auch irgendwie hinbekommen. Durchzufahren. So. Ach stimmt, hier haben wir die Möglichkeit zwischen zwei Wegen auszuwählen. Stimmt, er kann mich ja erinnern. Es ist schon krass, wie arg man mit dem Wagen hier umsteuern kann. 300 km/h ohne Probleme. 130. Das ist crazy. Warum will da jemand vorbeifahren, wenn da eh zu ist? Das ist so eine Logik, Alter. Vor allem mit dem Ding, wir schalten erst den sechsten Gang. Bei 340 km/h. Das ist ganz normal, natürlich. Ach du Heilige. Hey. 360, ja, 100 Meter pro Sekunde sind das.
Das muss ich mal vorstellen, wenn wir 360 km/h haben, fahren wir exakt 100 Meter in einer Sekunde. Ja, das was du in so 50 Sekunden sprintest, tut dieser Wagen dann in einer Sekunde. Das ist heftig. Das ist übelst krass heftig, muss man so zu sagen. Übelst heftig. Also das kann man gar nicht mal annähernd beschreiben, wie heftig das ist. So, Car Select. Mehr E5. Dann würde ich am liebsten einen Aston Martin nehmen, dann können wir ihn gleich einmal auch rausfahren und gleich sofort verkaufen. Warte, ging das Verkaufen nicht gleich direkt hier? Also ein Driftwagen ist das allemal, okay. Interessant ist er nicht. Also. Geschweige denn, dass er irgendwie extrem gut drauf ist. Alter, 45.000, nice. Lado, dann nehmen wir noch die Viper weg. Dann haben wir mehr als genug. Und davor sind wir den Gallardo gefahren. Das ist ein GT, der hat Topspeed ohne Ende. Dann sie bekommt dann gleich noch Beschleunigung ohne Ende, Alter. Alter, krank. So, viel Spaß. Jetzt bekommst du noch ein Turbo hin. Das ist alles auf Maximum dann. Das ist das, was ich an diesem Wagen so krank finde. Backroom. Performance. Tires. Haben wir schon. Das ist nichts. Können wir nicht zum Beispiel irgendwie einen Motor oder so einbauen? Irgendwie anscheinend nicht. Oder haben wir das schon? Anscheinend dann. Und jetzt haben wir Maximum. Zumindest was das angeht, sollte der Wagen extrem krass sein. Grundbeschleunigung, ja. Ohne Nitro schon krank. Ach du Heilige. Jetzt können wir noch ein paar Parts umändern. So, Bodykits. Showcase? Ja, kann man mal so bringen. Alter. Das macht's krank. Ist auch ein krassen Spoiler. Zu wem ist das trotzdem noch ein Spoiler dran? Das heißt, da möchte ich gar nichts dran haben. Andererseits weiß ich nicht, ob das noch irgendwie trotzdem den aerodynamischen Vorteil hat. Und doch, da will ich trotzdem noch irgendeins reinhauen. Wenn dann so eins. Noch ein tiefes. Weiß nicht, wie gut das aussieht. Wahrscheinlich müssen wir jedes Mal kotzen, wenn wir da drauf gucken. Aber gut, das wäre dann halt so. Wäre es doch König? BBS? Ich glaube, König wäre genau das, was so dazu passen würde. Oder? Sowas, ja. In der Richtung. Alter, dieser Wagen. So. Okay. Gut. Das ist ein kranker Wagen. Na, ohne Carbon. Gehen wir hier. Nehmen dann gar nichts, weil das irgendwie nicht so cool aussieht. So. Alter. Der Wagen sieht so aus wie ich bringe dich um, wenn du mich nur einmal fährst. Alter Schwede. Mir will ich so fast schon lassen. Und doch vielleicht ein bisschen dunkler. Doch. Bisschen dunkler. Vinyl. Ich glaube, ich mache nur Spezial-Vinyl drauf, damit das wenigstens recht schnell von der. Nicht Body, sondern Special. Unique, genau. Gut.
Reicht. Alter. Ist da auch noch schön in schwarz. Dark. Was ist denn hier schwarz? Black. Ja. Das lasse ich. Alter, jetzt haben wir unseren Wagen Eieiei. Der sieht pervers aus, der Wagen. Ja doch, der sieht pervers aus. Oh, dem sollten, glaube ich, jetzt einiges gewinnen können. Dreckrennen wahrscheinlich gleich von Anfang an weggezogen. Wahrscheinlich haben wir Probleme mal wieder, weil das so viel zu schnell ist. Viel zu schnell. Ach du Scheiße. Trotzdem 360 km/h, was? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ach du Heilige. Ich gucke nur so oben, denke mir nur so 360 km/h. Jo, alles klar. Habt ihr das gesehen? Kurz vorm Ziel. Das ist krank. Wie viel hat denn der schon nach dieser Kurvenkombination? Das ist schon 300 km/h. Alter, dieser Wagen ist viel zu krass. Was? Zum Geier, und jetzt bin ich aus Versehen rausgegangen. Was? Zum Geier fahren wir da? Das ist wirklich Need for Speed, Alter. Er ist mir zu schnell, muss ich echt mal so sagen. Vielleicht fangen wir den Anfangsteil einfach ohne Nitro. Wir sind trotzdem meilenweit vorne. Ja, vielleicht sollte ich in diesem Dreckrennen einfach gar kein Nitro benutzen. Komm. Ich fahre jetzt einfach mal ohne Nitro. Wahrscheinlich schaffen wir es immer noch locker. Oder wenn er noch so schnell fährt. Er fährt locker über 300. 344 km/h immer noch. Was ist mit dem Wagen? Was ist mit dem Wagen? Scheiße. Wow. Ich glaube, das kann man schon nicht mehr Wagen nennen. Wahrscheinlich fährt er so ein Rennen locker. Das ist ja auch noch zum Teil über die Autobahn, das heißt. Oje, meine.
Tschüss, Gegner. Gibt's euch überhaupt? Haben wir überhaupt Gegner? Und wir fahren gegen die Wand und sind immer noch locker vorn. Und der beschleunigt einfach um sich. Der beschleunigt so, als ob 340 km/h einfach nichts wären. Der beschleunigt echt so, als ob das alles nichts wäre. Ich werde anscheinend nur 387 km/h, der Wagen. Wir müssen den echt noch nach oben hin tunen. Wir müssen, glaube ich, echt noch Feintuning betreiben. Dann würden wir ohne Probleme wahrscheinlich 400 km/h erreichen. Haben wir das nicht sogar schon währenddessen? Performance Tuning, oh nein. Brake, Steering, Handling, Ride Height. Funktioniert gar nicht. Ja? Oder ist das vielleicht. Vielleicht ist das die Ride Height, vielleicht. Was ist damit nur. String Handling, Brakes? Gibt's uns doch nichts, ne? Alter. Danke. Lassen wir es einfach. Ist ja nicht so, als ob das schon ausreichen würde. Da fahren sie an einem vorbei. Ein kleiner Nitro-Schub und ich bin locker an denen wieder dran. Ein Nitro-Schub und ich bin schon fast am Überholen. Alter, dass das schnell. Dass die anderen überhaupt einen angeblich schnelleren Wagen, auch einen schnellen Wagen haben, kann ich kaum glauben, wenn ich das sehe, wie dieser Wagen hier durchbeschleunigt. Ach du Heilige. Ach du Scheiße. Warum wird denn die Aufnahme so unflüssig? Wird die FPS nur? Was ist denn da los? Kann es sein, weil es. Warte, das muss ich mal währenddessen checken, weil es kann. Das wird dann erst bei der nächsten Aufnahme so sein. Dass da nämlich die CPU ein bisschen zu extrem ist. Na, keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Ich sehe gerade ein bisschen zu arg überbelastet. Beim Aufnehmen, warum auch immer. Soll es eigentlich nicht so sein, aber anscheinend doch. Wahrscheinlich hat ihr Probleme. Das tut mir dann leid. Auf jeden Fall, dass sich es beim nächsten Mal irgendwie verbessert. Okay, jetzt sind wieder 60 FPS da. Jetzt sind wieder ein bisschen FPS-Einbrüche hier. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen minimal noch die Einstellung hier runterschrauben. Vielleicht ist es doch minimal zu heftig. Wir können ja eigentlich. Da gibt's ja doch. Warte, was kann da noch? Curve Reflection. Shadow Detail. Verge Level of Detail. Texture. Okay. Detail, Curve Reflection, Rain Effect. Darf natürlich alles an sein. Was jetzt? Hat er die Default-Dinger geladen? Nein. Ah doch. Das akzeptieren. Keine Ahnung, was das umändert. Oh Gott. Das macht es auf jeden Fall flüssiger. So. Optimierung im LP. So sieht das mal aus. Ich sehe keinen Unterschied wirklich. Finde ich zumindest. Kann sein, dass man den vielleicht sieht. Aber ich sehe ihn wenigstens nicht so. Daher passt alles. Anscheinend mit der HD-Mod
Gibt es dann doch hier und da ein paar Problemchen. Alter, 365 immer noch, 370. FPS Drops, wahrscheinlich weil das einfach viel zu schnell ist, das könnte auch sein. Der HD-Mod vielleicht ein bisschen zu viel. Das könnte echt so sein, ne? So. Trotzdem locker, flockig, ohne Probleme hier überhaupt auf den ersten Platz. Ich gucke noch nicht mal wirklich auf den. Ich gucke noch nicht mal richtig auf den Bildschirm und bin weit vorne. Das ist halt das. Das ist das, was dieser Wagen kann. So. Ja, da vorne ist jemand total woanders. 8 Kilometer, oh, das tut mir leid. Da wird er wahrscheinlich zurückgesetzt. Vor allen Dingen 8 Kilometer, Alter. Der fährt da gerade. Krass. Na gut. Dann sage ich aber doch mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Need for Speed. Most Wanted, und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.